Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, willkommen aus Straßburg, wo heute die erste Plenarsitzungswoche des Europaparlaments nach der Sommerpause zu Ende gegangen ist. Das Highlight in dieser Woche war die gestrige Debatte mit dem Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker zur Lage der Europäischen Union. Wir Sozialdemokraten sind zur letzten Europawahl für ein soziales Europa angetreten. Dafür kämpfen wir weiter. Wir stehen weiterhin zu Junckers gestrigen Aussage, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort endlich rechtlich verbindlich umgesetzt werden muss. Zudem nahm das Parlament in der zurückliegenden Woche einen Bericht zum Rüstungsexport der Mitgliedstaaten an. In meiner Parlamentsrede kritisierte ich, dass sich nicht alle Mitgliedstaaten an die seit 2008 bestehenden 8 rechtlichen verbindlichen Kriterien halten. Deswegen unterstütze ich die Forderung des Berichts nach einer Sanktionierung von EU-Ländern, die dagegen verstoßen. Ich habe mich zudem für ein EU-Waffenembargo gegenüber Saudi-Arabien ausgesprochen. Unser Kanzlerkandidat Martin Schulz hat recht. Es kann nicht sein, dass einige Mitgliedstaaten keine Waffen mehr an problematische Länder exportieren, während andere Mitgliedstaaten dieselben Länder weiterhin beliefern. Im Gegensatz zur CDU-CSU fordert die SPD in ihrem Wahlprogramm sogar, dass der Export von Klein- und Leichtwaffen an Drittländer ganz zu verbieten ist und die Rüstungsexporte aus der EU zu reduzieren sind. Wir brauchen endlich eine gemeinsame europäische Außenpolitik, bei der sich alle Mitgliedstaaten auf eine Liste mit Ländern einigen, an die Rüstungsgüter und Technologien exportiert werden dürfen. Ich gehe in meiner Forderung über den Parlamentsbeschluss hinaus, dass auch das Europäische Parlament an diesen Entscheidungen zukünftig beteiligt werden muss. Sie können alle Reden und Abstimmungen während der Plenardebatte wie immer live über den Webstream des Europaparlaments verfolgen oder die einfach nachhören, nachsehen auf meiner Website. Und wünsche alles Gute für Sie aus Straßburg. Ihr Anna Lietz.